Boys, es wird langsam hell in Sigrin hell. Ha. Ja. Das stimmt wohl. Wenn wir irgendwie 8 haben oder so, dann können wir auch mal. 8, da ist sie. Ja! Oh Gott, Florentin. Wenn wir irgendwie 8 haben oder so, dann können wir dann mal Fenster aufreißen, alle. So, dann ist hier genug Rücksicht genommen auf Nachbarn, würde ich sagen. Wir sind ja nicht mega laut. Ich gehe da nur auf Nummer sicher, weil. Ne, mich wird es halt stören, wenn irgendwer laut ist. Oha, wie krass hell ist jetzt auf einmal geworden. Tja, wie krass rutschig das da hoch war. Das war ja so krass und du hast ja 24 Stunden drin, natürlich nicht geguckt dieses Jahr. Ja. Ne? Aber hier, da wo ich war, gerade eben, ne? Da haben sie gestanden. Gab unter anderem einen Rennabbruch. Und da haben sie auf jeden Fall gestanden. Weißt du, warum sie da gestanden haben? Warum? Hat gehagelt. Ja. Ja, ich glaube, das war im Mai. Hat gehagelt. Und die kamen halt einfach den Berg nicht mehr hoch. Null. Die da sind halt drin, weil, ne? Und das haben da. Ne? Die kostet ja so einen fucking Berg hoch. Und in anderen Kurven hast du halt nacheinander abfliegen sehen. Und das alles im Vodafone LTE Livestreaming. Vodafone LTE Max. Gott. Ja. Das Informationen hat welche Relevanz? Ja, die sagen es halt alle mindestens 15 Minuten so. Hier im Vodafone Livestream. 24 Stunden Livestream. Ja, nur möglich dank Vodafone, die hier überall LTE-Stationen um den Ring aufgebaut haben. Für unsere Live-Kameras. Die größtenteils eine Webchip-Quali haben, die sich erst am Abend oder so verbessert. War letztes Jahr auch schon so. Warum verbessert die sich erst am Abend? Tja, wahrscheinlich, weil die Techniker dann daran arbeiten und es versuchen zu fixen. Also, weißt du, so, wie realistisch ist dieses, sind diese Wolken mit der, also da ist es noch schwarz, hier ist es schon voll grau. Ja, das Schwarz-Grau, das kommt ja von der Sonne. Thank you.
Unnötig. Ganz ehrlich, hat mein Auge auf meinen Sprit. Ja. Du darfst einschätzen, ob ich noch eine Runde nach der nächsten mache. Nein, weiter hinter links. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt 3 Runden hinter mir. Okay, vielleicht machen wir es doch nicht vom Tank abhängig, sondern davon, dass ich sagen würde, ich rutsche jetzt doch so sehr, dass ich hier noch reingehe. Langsam? Moment. Für wen? Nein. Ey, das hasse ich, wenn das passiert. Okay.
Na, meinst du, wer ist das? Was? Vor mir. Karussell, bin ich nah genug ran, um dauerhaft zu sein. Das hab ich doch. Oh, das ist der siebte. Es ist der siebte. Tja, jetzt ist es interessant. Ich meine, ist wahrscheinlich eh nicht, aber. Welches Kapsel? Guck mal, wie langsam der ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist sie! Leute, da ist sie auch von hier. Oh mein Gott, und ich hab vorsorglich schon mal alles mit 8 ausgestattet. Fuck! Ja, noch hat sie es nicht gegessen. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gegossen. Ja, komm, sei leise. Tja, meinst du, kann ich noch eine Runde? Sprittechnisch? Sprittechnisch wäre knapp, aber wäre wahrscheinlich. Ne, war keine Ahnung. Ja, wenn es knapp ist, ist es wahrscheinlich eher nicht drin als drin. Ich meine, du hast jetzt ein knappes Viertel. Als du die letzte angefangen hast, hattest du gut unter der Hälfte, also. Ich will ja nicht aufstatzieren. Ja, ich will es nicht riskieren, glaube ich. Ja, ich wechsle mal auf Inters. Frisst das Mission, ne? Platz 7. Bam! Ah, NRT Base guckt zu. Willkommen, NRT Base. Hi. Dein Ernst? Was? The fuck? Ja, das war so ein Schluck auf. Ja. Dingens. Nein! Vorsichtig. Weißt du, es ist nicht wirklich ein Rülps, das heißt, es fühlt sich an wie ein Schluck auf, aber es kommt nur einmal nicht so. So, Box noch drauf. Jetzt bam voll in das Ding, ne? Bam voll in die Fresse. Guck mal, er schlägt sogar Inters vor. Wir haben so viel verbraucht wie immer, wir hätten keine weitere Runde geschafft. Ja. 84. Tankig, also haben wir noch 16 drin. Karma schläft immer noch wunderbar.